herzlich willkommen zu einer neuen, klitzekleinen, großen, total spaßigen Runde von Minecraft. Ja, das ist richtig. Mit dem bekloppten kleinen, großen Momo und dem großen Momo und dem kleinen, klitzekleinen Jomo. Ja, danke. Ich bin nicht klitzeklein. Du so hast klein. Damit angefangen. Das war meine Rache. Patsch. Ja, was? Schaufenkiller. Nein, das war die Axt. Oh, was war da? Oh, ich hatte gerade einen kleinen Hakler. Nein, du kriegst mich nicht. Habe ich auch gar nicht vor. Weil du kriegst mich nicht. Ich. Aua. Ja? Ich bin hier gefangen. Was machst du da? Ich, oh, ja. Was machen sie da? Schaufelkiller! Aua! Ja, das kriegst du wieder. Axtkiller kriegst du. Oh, macht der mir die Tür zu. Axtkiller! Ui, Axtkiller! Okay, jetzt reicht aber hier. genug Unsinn gemacht. Okay. Boah. Scheiße. Okay, jetzt aber genug. Ja, jetzt haben wir genug. Genug Blödsinn gemacht. Puh, und jetzt geht's weiter ans Werk. Unserer beiden Häuser, oder du machst ein Haus, ich mache hier ein Restaurant. Oder eine Kneipe, wie auch immer. Frisch ans Werk, ja genau. So eine schöne, gemütliche, olle Kneipe. Cool, was, ich mache eine Kneipe? Du machst eine Kneipe? Ich mache eine Kneipe, ich habe das doch gesagt. Achso, ich dachte schon, ich mache eine Kneipe, davon weißt du ja selber. Seife? Was ist Seife? Ja, okay, der war nicht gut. Ist ja gut. Hey, hast du was gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Erwische hoffen, ich hab nichts gehört. Geht's dir gut? Ja, Mann, Bisschen Bob Marley und so. Ja? Nee. So. Nicht so schnell, ja. Ja, das ist so richtig, dann zack, 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 zack. Ja, weiß ich noch nicht, ob das so richtig was für eine Masse ist. Ja, du hast ja gar keine Ahnung, du hast doch nicht mal rübergeguckt. Du urteilst einfach so. Meine Energie lädt sich überhaupt nicht auf. Das ist doch wohl mal nicht okay. Das ist nicht okay. Okay, ja, ich mach keinen Vorurteil. Ich guck mir das an, was du hier baust und sage, das ist scheiße. Komm her. Okay, ja. Ja. Kann ich einfach nicht. Nein, das ist nicht scheiße. Oh Mann, ich mach doch nur Spaß. Das ist nicht scheiße, ist nur nicht gut. Ja. Was, nein? Das ist... Ja. Ey, jetzt verdreh mir nicht die Worte im Mund, Mann. Ja, bitte. Hast du was gesagt? Doch, ist schick. Ja, das... Warte mal. Ich tu mal ein anderes Texturenpaket rein. Ich bin gerade mal nicht zu sprechen. Warum tust du denn ein anderes Texturenpaket hinein? Weil ich das gerne aus einer anderen Perspektive mir anschauen möchte, ich es betrachten. So. Ah, okay, ich verstehe schon. Du verstehst? Gut. Ja. Du verstehst. Ich spreche deine Sprache. So. Wie hast du dir das weiterhin gedacht? Soll denn noch mehrere Marumba Erbenal? Marumba Erbenal? Warte. Bin gerade nicht ansprechbar. Was? So, okay. Wie ich mir das gedacht habe. Da kommt jetzt noch eine zweite... Im Ernst? Manu. Hast du Eichenholz... Ja. Stämme? Nee, gar nicht. Gar nicht. Wo hast du überhaupt Stämme? Nee. Überhaupt nichts da, sorry. Ich habe mir gedacht, da kommt noch eine zweite Etage drüber. Und dann so ein tolles Spitzdach wie da vielleicht. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Okay, ja, ich habe gerade eine geniale Idee. Die muss ich jetzt einfach bauen. Ich weiß, ich baue gar nicht bei dir. Was soll denn das? Warum falle ich hier einfach runter? Nein. So. Was denn? Ich habe gerade die Musik ein bisschen leiser gemacht bei mir. War sehr laut. Ja. Okay, ja, du hast das so laut gemacht. Voll laut. Ja, das habe. Drückt ihr da drauf rum, hier aus der Tastatur? Wir haben ja so eine Tastatur, wo man das extra einstellen kann. Ja, mit so einem... Und der drückt auf den Knopf. Volle Pulle. Ja, die war voll leise und das hat sich irgendwie nichts getan. Und dann habe ich das halt lauter gemacht. Das war voll leise. Alter, ich schwöre. Das Tolle ist ja, dass diese Lautstärke nicht die Lautstärke in der Aufnahme beeinflusst. Ja? Ja. Bist du dir da ganz sicher? Ja, das ist tatsächlich so. Das ist nämlich die Lautstärke der Systemsteuerung. Okay. Und die beeinflusst tatsächlich nicht die Lautstärke im endgültigen Video. Das ist nur das, was ich höre. Das ist die Ausgabe.
du hast das Glas leider schon hier hingesetzt. Welches Glas? Das Glas. Ja, und? Hier vorne, das stört mich. Das darf da nicht sein. Du darfst da nicht sein, Alter. Du bist zwar nett, Glas, aber nee, nein. Nein! Ach, bau du mal weiter. Nein! Ganz ruhig, ruhig, Peter, Paula. Das wollte ich nicht. Peter? Ja, das war doch dein Schwert. Ach so, ja. Dann brauche ich einen anderen Namen. Wie kann man denn so einen total individuellen Holzblock hier nennen? Die ja alle total unterschiedlich aussehen. Total, Bob, das sind alles Bobs. Das ist, Bob 1, Bob 2, Bob 3, ja, Bob 4, Bob 5. Wir nehmen einen Namen. Krass, das Holz hat hingehauen. Wir nehmen einen Namen mit P und zwar Jochen. Ja, P, Jochen. Okay, nein, das war. Nee, der Witz war geklaut, den hat Tom gebracht. Den, ja, ich habe versucht, den umzuwandeln, aber der andere. Der war trotzdem geklaut. Ja. Clown zählt nicht. Eigene Witze ist die Devise. Aber ich fand den so geil. Mit ja, das T. stimmt. Der war echt genial. Der Name mit T. Kevin. Ja. Wir könnten ihn auch Kevin nennen. Also das wäre ja auch nicht so schlimm. Nee. Die Stadt heißt schon das Kevin. Das wäre total legitim. Hm. Hast du das wirklich gesagt? Ja, ich kann das auch. Nicht wow. Nur du kannst das. So, du darfst den Rest hier überlegen. Ich haben das wir hier jetzt einen Apfel drinne? Ich möchte gerne einen Apfel essen. Dann iss doch. Warum willst du einen Apfel essen? Weil mir fehlen zwei Keulen und ach so. Hä, wie kann man denn im friedlichen so. Modus hungern? Oh, mir fehlen sogar drei. Das. Ah ja, warte mal, kann das sein? Kevin! Das ist Kevin! Warum warte. Drei Punkte? Stimmt. Drei Ausrufezeichen. Sag mal, sind vielleicht die Monster an? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß. Oh, ist nein, auch friedlich. Nein, nein. Ist auch friedlich. Gut, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. Es ist auch friedlich. So, ja, bitte. Sprich. Ich muss denken. Oh, ich hab voll den Schlucke auf. Ah, warte, ich probiere was aus. Du musst mal eben was gucken kommen. Und mal deine Meinung dazu sagen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Sollen wir das so lassen, oder? So. Nee, also nee. So. Sie sind im Begriff, Kevin zu betreten. So. Hast du das jetzt so genannt, oder was? Ja, hier steht, das ist Kevin. Und hier steht, sie sind im Begriff, Kevin zu betreten. Ach ja, unsere Stadt hieß ja Kevin. Stimmt, genau. Deswegen unsere Stadt, Kevin. Das hast du echt vergessen? Nein, das habe ich nicht vergessen. Natürlich habe ich das nicht. Wie konnte ich das denn vergessen? Hallo? Ja. Ich kann doch nicht vergessen, wie unsere Stadt heißt. Er hat's vergessen. Nein, jetzt lass uns nicht darüber sprechen. Du musst mal eben rüberkommen. Er hat's vergessen. Ey, Alter, hör mal auf. Du musst rüberkommen. Nur weil du es vergessen hast. Was? Dass diese Stadt Kevin heißt. Nein! Oh geil, man nimmt sogar Schaden, wenn man dagegen fährt. Wo gegen fährt? Wenn man mit dem Boot mit Highspeed gegen irgendwas fährt, dann nimmt man dabei Schaden. Wie kannst du das denn machen? Das arme Boot, das hat ja das gar nicht verdient. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin bei der Restaurant. Oh, coole Idee. Wie weit soll ich das machen? Reicht meins? Kannst du jetzt mal aufhören damit? Weiß ich nicht. Ja, benimm dich. Hallo. Warum läufst du weg? Du sollst hier bleiben. Ach so, ich hab dich aber gehauen. Hol auf hoch, du. Guck dir das an. Ja. Soll das so bleiben? Ich weiß. Was meinst du denn mit dem hier außen? Ja, nein. Soll ich das auch noch hier durchziehen? Also an dieser Ecke? Lass mal. Das ist cool hier an der Wand. Dann hat man das hier halt eben nicht. Ne? Also mir gefällt das so. Okay, das ist wunderbar, dass das dir so gefällt. So. Boah, ich hoffe, ich muss jetzt nicht niesen. Ich habe so ein furchtbares Kribbeln in der Nase. Ich sag jetzt schon mal Gesundheit. Ich bastel mir ein Boot und hol ein bisschen Holz. Brauchst du auch was? Kann ich dir was mitbringen? Holz? Ich brauche kein Holz. Nee, brauche ich nicht. Ist äußerst freundlich von Ihnen. Okay, ja dann. Oder doch, nee, bring ruhig mal was mit Birkenholz und Schwarzeicheneholz und Eichenholz. Alle Sorten, die du so... Ja, klar, Schwarzeicheneholz. Ich habe jetzt nicht vor, in den Schwarzeichenwald zu gehen. Nein? Ach, Mano. Jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Das tut mir leid, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Nein. Nein, so man hat es nicht gemacht.
So sah das aber hier von der Seite aus, Mann. Kann ich da durchfahren? Nein. Ich bin ja nur einmal kurz dagegen gekommen, weil ich den Kopfhörer richten musste. Kurz. Okay. Warte. So. Einmal elegant. Kopfhörer. Gelöst. Okay. Was? So. Klepp. Ich fahr schön hier mit dem Boot durch die Gegend. Und du? Ja, ich nicht. Ich fahr nicht schön mit dem Boot durch die Gegend. Machst du dafür was anderes Schönes? Ja, ich mach dafür natürlich was anderes Schönes. Und zwar baue ich den Rand meiner Kneipe weiter aus. Okay. Kein Eichenholz mehr. So Mist. Kein Eichenholz mehr. Okay. Ich könnte mit Fichtenholz dienen. Das haben wir nämlich hier direkt im Wald. Da könnte ich was abholzen gehen. Ja, da. Nee. Ja, nee. Oder, nee, lieber okay, nicht. Kein Fichtenholz. Ja, nee, nee. So, da ist der Wald. Dann werde ich jetzt schon mal die freundliche Diamantaxt rausholen, die auch noch einen Namen braucht. Alle meine Werkzeuge brauchen einen Namen. Die Diamantaxt, die freundliche Die Schaufel hat ja sowieso schon einen Namen. Der Holzspalter. Nicht der, oder das ist auch doof. Killerschaufel nenne ich die Schaufel. Ja, die bekommt Killerschaufel. Vielleicht irgendwas mit Ochsspalter oder sowas. Ist auch das hast du doch gerade aus DayZ, du. Ja, ja, dann ich muss das doch jetzt irgendwie verwenden. Ja, irgendwo muss das ja auch eingebaut werden. In DayZ kann man ja den Waffen keinen Namen geben. Das stimmt. Dass ich wüsste. Aber das hier ist keine Feuerwerkst. Ja, ja, aber ist ja du kannst ja trotzdem Orks töten damit. Oh, ein oder Schmetterling. Nicht. Hallo? Was? Ja, ich war abgelenkt von dem Schmetterling. Oh, ein Schmetterling. Oh. 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 Ey, so. Ey, wo ist der hin? Oh. Ey. Ja, bloß nicht. Da ist er. Nicht ablenken lassen. Nein. Schon okay. Ich doch nicht. So. Ja, du nicht, ne? Immer vom Thema ablenken. Ich hole Holz. Ja. Mit der Axt. Hast du noch Glasscheiben? Ja, nee, hast du ja. Ja, hab ich. Oh. Nee, brauche ich 19 nicht. 19 Stück. Ah, ich habe 19 Glasscheiben. Ja, genau, 19 Stück. Ja. So ist das. So ist das heutzutage mit der Jugend. Alles total schief. Mhm. Ja. Du machst mir Angst. Echt? Ja, weil du ne? Cool, das klingt logisch, weil du, ich überlege, du, mir fällt nichts ein, ja. Ja, du weißt jetzt auf jeden Fall Bescheid. Auf jeden Fall, ich weiß ganz genau. Oh ja, genau, bei der 918, ne, ich bin gerade am Türen machen. Da gibt's voll die geilen Sachen. Ja, voll das ist die geilen Sachen. Wir haben das ja ausprobiert. Problem ist nur, es läuft irgendwie nicht zu zweit, da ist irgendein Error, Ahnung. Ich weiß nicht. Müssen wir auch nochmal checken irgendwann. Die Tage, ja, die Wochen, die Monate, die Jahre, die Jahrhunderte, die Jahrtausende. Jetzt halt doch mal die Klappe. Ja, okay. Man kann auf jeden Fall, aber das müssen noch einige schon wissen. Warum erzählen wir das? Aber egal, wir erzählen es jetzt trotzdem. Ja, der eine oder andere weiß es bestimmt schon, aber man kann alle. Jetzt Fichtenholztüren und Birkenholztüren und Schwarzeichenholztüren und Eichenholztüren und Dschungelholztüren bauen. Ja, also ganz viele verschiedene Türen. Und auch die Zäune, Zäune. Ja, genau, mit den Zäunen geht das auch. Das ist so geil. Ich wollte das. Ich habe mir das so sehr bei Minecraft gewünscht und jetzt haben sie es endlich gemacht. Aber ich denke mal. Sie haben meine Gebiete erhöht. Ich denke mal, es gibt jetzt verschiedene Typen von Minecraft-Spielern. Die einen, die sagen, ich muss jedes Update direkt haben, wenn es rauskommt. Die dann direkt dieses Update jetzt auch schon spielen. Ich glaube, das ist noch nicht die endgültige Version. Und dann Version. Die anderen, die Mods haben wollen. Und die anderen, die halt modden, so wie wir, die dann sagen, ja. Wenn die Mods da sind. Ja. Wir haben ja jetzt hier, das ist ja ganz toll mit Forge, wenn man das Spiel startet, steht ja, wie viele Mods wir haben. Und bei uns steht dann immer 19 Mods. Nee, sogar 21 mittlerweile. 21 Mods steht dann da immer. Oh, das sind so viele, das weiß ich auch nicht, ey. 21 Mods haben wir. Oh cool, das ist mein Boot. Also Fichtenholz wolltest du? Oder wolltest du nicht? Was? Bring mal mit. Okay, ich fahre jetzt rüber und dann machen wir eine Pause. Ach, und dann hole ich das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge? Ja, weil wir direkt schon in der nächsten... Oh, das ist aber cool. Direkt in der nächsten Folge. So, ich habe jetzt Türen in das Zollhaus eingebaut. Oh, da müssen wir noch ein Schild dran machen, ne? Das ist das Zollhaus... Von Kevin. Nein, Dieter. Wir brauchen eine Polizeistation, auf jeden Fall. Eine Polizeistation? Ja, doch. Wir brauchen eine Polizeistation. Ja.
Ja, in dem Zusammenhang. Wir bauen das echt fast so richtig cool auf. So ein, boah, ey. So ein Rathaus, Lager, ja. Dies, das, eine Polizeistation, ein paar Office-Gebäude halt zum Arbeiten, aber ja, so ja, in dem ja. Stil. Also machen die unsere alte Wasserstadt ein bisschen moderner? Nee, wir machen die nicht modern. Wir machen, das soll nur modern wirken. Nein. Also nicht. Okay, keine Office-Gebäude. Auf jeden Fall so Bäckerei, Mühle. Ja, Mühle auf dem Wasser. Auch eine geile Idee. Ja, so eine Wassermühle, ja. Stimmt. Ja, doch, eine Wassermühle. Aber wir machen jetzt eine Pause. Ja, genau. Wir sprechen wieder. Bringt in der nächsten Folge Fichtenholz. Genau, für mich. Das kann ich nämlich sehr gut gebrauchen. Hier, weiß ich noch nicht so genau, aber egal. Dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen und hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Genau, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.